Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Ken, Kronholm, Kiel, verlor den Ball bei einem Ausflug an Marco Caligiuri, Fürth, Urheberrecht, Getty Images, Kiel, die SPVGG, Greuther Fürth hat in Kiel nach einem Aussetzer von Kiels Torwarts Kronholm den Sieg vor Augen, schenkt ihn aber her. Kronholm selbst bleibt gelassen. Holstein Kiel hat im Aufstiegsrennen der zweiten Bundesliga einen großen Sprung verpasst. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen. Das Team von Trainer Tim Walter kam im Duell mit der Greuther Fürth vor eigener Kulisse zu einem 2:2, 0:0 und hat als Siebter aktuell 3 Punkte Rückstand auf den 1. FC Köln auf Rang 3. Service-Tabelle der zweiten Bundesliga. Fürth bleibt unter Leitl ungeschlagen. Die Franken blieben zweiten Spiel unter dem neuen Coach Stefan Leitl ungeschlagen. Julian Green traf vom Elfmeterpunkt zur Führung 50. vor 8669 Zuschauern in Kiel. Zuvor hatte Yannick Dem den Fürther Mittelfeldmann Kenny Prinz Redondo gefoult. Service-Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga. Jetzt das aktuelle Trikot von Holstein Kiel oder Greuther Fürth kaufen? Hier geht's zum Shop. Anzeige Kiel kam durch Attacan Carrazer 77. zum Ausgleich und drängte anschließend auf den Siegtreffer. Doch ein kapitaler Fehler von Holstein-Keeper Kenneth Kronholm ermöglichte Marco Caligiuri 84. das 2:1 für die Franken. Auke Wahl 90. rettete mit dem Treffer zum 2:2 den Störchen einen Punkt. Kronholm trotz Patzer gelassen. Trotz des Riesenpatzers blieb Kronholm nach dem Spiel gelassen. Das ist Fußball. So etwas passiert, sagte er im Interview mit Sky. Zum Spiel seiner Mannschaft sagte er aber, wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht. Wir müssen einfach schauen, dass wir wieder einfach spielen und genau spielen. Dann sei Kiel auch weiterhin sehr schwer zu schlagen. Im Hinspiel hatten die Kieler beim 1:4 ihre höchste Saisonniederlage kassiert, nun wollte die Walter Elf unbedingt im Aufstiegsrennen punkten. Doch die Gäste präsentierten sich erneut als unbequemer Gegner, Fürth verteidigte diszipliniert und suchte auch den Weg nach vorne, mit dem Sport1-Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden, Anzeige auf Kieler Seite machte sich das Fehlen der Kreativkräfte Alexander Mühling, Gelbsperre und Kingsley Schindler Außenbandriss bemerkbar.